Wer verwaltet die Finanzen? Bravo!
Glückwunsch in Mecklenburg. Elfte Frage. Wer ist der bessere Autofahrer? Wer behauptet, er ist der Bessere? Trotz keiner. Aber behaupten du. Also die können alle zwei mit Auto fahren mit dem. Wer kann besser einparken? Kreuzende Frage. Wer trifft die schnelleren Entscheidungen? Ja. Na hallo. Sicher, 100%. 14. Frage. Wer ist ordnungsliebend? Ja, stimmt. Oh, bravo, wir haben schon Siegerin. Nein. Geht es nicht mehr weiter? Ja, geht schon weiter. 15. Frage. Wer hatte mehr Geduld bei der Kindererziehung? Falsch! Wer erledigt öfter den Einkauf? Erika. Das ist ja klar. 17. Wer setzt sich bei Meinungsverschiedenheiten öfter durch? Falsch! Falsch? Das hab ich gerufen. Gut, bevor es nicht zu Mysterien will. Ja, gut, Wer ist erfinderischer, wenn es darum geht, dem Partner eine Freude zu bereiten? Sie sollte sich entfalten. Das hat er sich auch und das macht sie immer gut, gell? Wer ist kommunikativer? Da. Bitte, kannst du das Wort nochmal sagen? Du, nein, jetzt bitte, du das nochmal wiederholen. Wer ist kommunikativer? Was heißt das nochmal? Ich sage dir, wie ich durchgehen bin. Mein Enkel will nur eine gute Küche. 20. Frage. Wer ist in kritischen Situationen ruhiger? Kritisch. Ja gut. Nein. Du behältst die Nerven. So, die letzte Frage. Wer bestimmt das Fernsehprogramm? Wer hat die originelleren Ausreden? Wer sitzt mit Gressen? Aufzahnfutter, das weißt du. Oh ja. 10:45 Uhr kam, wenn ich frage, was war, dann war nicht viel. Das ist schon kein Ausreden. Und wie es umgeht, dass du uns wieder haben musst? Heute habe ich wieder ein Pech gehabt. Wenn ich bei der Feuerwehr war, ist einer gekommen von Land oder von irgendwo. Nein, ist ja gut. Und der Obmann hat gesagt, der kommt gleich und der ist nicht dahergekommen. Das habe ich so lange durchbleiben müssen. Bravo! Wir sind ja standhaft. Wir sind standhaft. Jetzt hast du überführt. Nein, das ist immer gut. Doch, weiter, nächste Frage. Wer ist neugieriger? Der. Also, jetzt hat passt. Nein, also, neugierig wie immer. Die Scheine bis ins Siegertal. Und die letzte Frage? Letzte?
wer hat das letzte Wort? Falsch, falsch, falsch! Und der Erik hat gesagt, du hast mal! Das stimmt, sie ist es. Du gehst so lang. Bitte recht. Darf ich unter den Tisch wieder kommen? Du, ich bin kein Interesse. Ja, ja, warte noch, du hast es gehört. Ich sage überhaupt, da habe ich nicht zum Aufzeigen. Die Fähne kann das drohen. Ich habe nicht zum Aufzeigen. Ich bin der Also, ihr habt es gut gemacht. Ihr habt 10 mehr oder weniger gemeinsame Ansichten in euren Jahren. Und da ist die Auswertung. Ihr seid am besten Weg, miteinander alt zu werden. Und mit 60 Ehejahren schon das gegenseitige Verständnis zu haben. Ich sage, ich war auch nicht.